So, heute haben wir mal etwas sehr, sehr Spezielles hier für Halo Base, und zwar die neue Halo 4 Xbox Limited Edition. Wie ihr schon seht, die Packung ist halt sehr gelaufen gebaut. Wir haben hier hinten drauf die Master Chief, auf der einen Seite die Xbox an sich und vorne nochmal das komplette Setup. Auf der Seite haben wir nochmal so die Aufrüstung der einzelnen Komponenten. Dann fangen wir einfach mal an. Als erstes stößt uns hier entgegen unwichtige Handbücher. Dann kommen wir auch schon zum ersten Schmuckstück, Halo 4. Nicht für den Einzelverkauf. Ich denke mal, darin enthalten sind die speziellen Codes für die Limited Edition. Sollte sein ein Rüstungsskin. Jetzt zu den einzelnen Kabeln. Einmal dieses Composite-Kabel, einmal das Stromkabel. Unser bester Freund, das sehr imposante Netzteil der Xbox. Wobei es sich ein bisschen leichter anfühlt als das von der alten Xbox, also nicht der Slim. Mit dabei noch ein SCART-Kabel für die, die noch SCART nutzen. Noch ein Infoblatt. Das ist schon ein bisschen Standard. Einmal das Standard-Headset mit dem einen Kopfhörer und dem Mikrofon. Ist auch wirklich die Standardausführung, also keine Halo-Verzierung drauf. Und dann können wir auch schon zu dem ersten der beiden Halo-Controller. Ich packe auch nur einen aus. Wow. So, das ist einer der Halo 4 Special Controller, der wohl nur in dieser Edition verkauft wird. Es gibt noch einen anderen im Halo 4 Stil. Da ist dann hier auf der einen Schaltfläche das UNSC-Logo drauf. Und ich meine auch gelesen zu haben, dass das digitale Steuerkreuz verstellbar ist. Sieht auch ein bisschen anders aus als das, was ich auf der alten Xbox noch habe. Fühlt sich auf jeden Fall sehr hochwertig an. Schauen wir uns das mal nachher an. Dann mal der zweite von den beiden Controllern. Und jetzt sollten wir eigentlich schon langsam zum Schmuckstück kommen. Unsere Xbox 360 im Halo-Design. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr edel aus. So sieht die Box von vorne aus. Da ist natürlich sehr markant die komplette Versierung vorne, die sich auch über die beiden Seiten erstreckt, nur über die eine Seite erstreckt. Und was wir nachher nochmal im angeschalteten Zustand sehen werden, auch auf den Controllern, die Knöpfe, die leuchten statt in dem Grün in einem hellen Blau. So, hier sehen wir jetzt nochmal eine Nahaufnahme der Xbox. Das ist jetzt die Oberseite. Ich glaube, das ist ja auf der Slim die Standansicht. Bei der alten Xbox hatten wir noch da oben die Festplatte gehabt. Übrigens, in der Xbox ist eine 320 GB Festplatte verbaut, sprich, das ist wohl die größte, die Xbox aktuell zu bieten hat. Da sehen wir jetzt mal die eine Seite mit der Halo-Versierung. Man sieht auch schon, die komplette Box ist halt transparent. Und die Inlagen, die sind halt auch noch ein bisschen gedruckt, sprich, der schwarze Schatten hier ist halt so gesehen auf der Innenseite aufgedruckt. Das ist nochmal die Xbox von vorne. Das sehen wir nochmal hier ganz gut. Also auch hier alles transparent gestaltet. Genauso auch auf der Rückseite hier.
Die Unterseite natürlich auch, so wie die Oberseite. Und an der Rückseite sehen wir mal die ganzen Anschlüsse. Ganz normal der Stromanschluss, ein Kensington-Lockschloss, optischer Audioeingang, die auf die AV-Eingänge ein HDMI-Eingang, wobei es ein bisschen schade ist, dass bei dieser Xbox kein HDMI-Kabel dabei ist. LAN, drei USB und ein AUX. USB-Anschlüsse haben wir auch nochmal zwei Stück hier vorne. Und das wäre es eigentlich soweit zur Xbox. Schickes Ding. So, jetzt habe ich hier nochmal eine Aufnahme von dem Controller. Passend zu Xbox ist es halt auch in dem Stil der ganzen Konsole gehalten. Das D-Pad hier in Silber. Die Rückseite auch komplett transparent. Und genau, was man schon mal sieht, hier, falls man die Konsole anmacht, der Ring ist halt im Blau statt im Grün. Das ist halt exklusiv bei der R4-Konsole und den Controllern so. Ansonsten fühlt sich natürlich auch wirklich sehr, sehr hochwertig an. Das war es dann soweit zum Controller. So, hier haben wir nochmal das Spiel an sich. Es ist die Standard-Edition. Es ist leider nicht die limitierte Edition. Das wäre natürlich noch ein bisschen schöner gewesen. Packen wir es auch mal aus. Und da finden wir auch Halo 4 als Panel Copy. Es sind zwei Discs, wie ich sehe. Ja, das sind zwei Discs. Das war auch irgendwie zu erwarten. Das soll ja wirklich ein ganz schön krasses Spiel sein. Und dann finden wir natürlich noch hier den exklusiven Download-Content für diese Limited Edition. Eine Forerunner-Weapon und ein Avatar-Item. So, hätten wir eigentlich schon fast die kompletten Bestandteile jetzt hier. Ne, da haben wir sogar nicht die kompletten Bestandteile hier. Außer, hier ist noch das Headset, aber es ist ja, das hat eigentlich dann jeder von euch. Das ist ja das, was bei allen Xboxen mit dabei liegt. Gut. Dann sind das hier die kompletten Inhalte der Xbox 360 in der Halo 4 Edition. Also es hieß ja, dass die Xbox beim Anmachen und beim Öffnen der Halo-Luke Geräusche machen soll. Das können wir jetzt mal welchem ausprobieren. So, hier sehen wir jetzt mal die beiden Avatar-Items aus der Halo 4 360 Limited Edition. Einmal die Fotosrüstung und einmal einen kleinen Crawler als Avatar-Item. Die beiden sind aus der Bluesgitter-Technologie. Und ja, wie gesagt, also es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Und ist auch wirklich nur in diesem Set enthalten. Neben dem Anknopf, der natürlich auch einen Sound macht, macht die Ladeluke für die Discs auch ein Sound. Können wir hier hören. Zeige ich euch auch mal die Rüstung in-game für das Spiel. Hier sehen wir mal dann die Ingame-Rüstung, die wir zu Xbox bekommen haben, ist dieselbe wie unsere Avatar-Rüstung, und zwar die Fotos-Rüstung. Ihr seht also, die sieht schon sehr schick aus. Ist auch ein bisschen größer als die von Master Chief, so wie es auf den ersten Blick aussieht. Und ja, die besteht halt aus dem Helm, dem Oberkörper, den Schulternteil, Unterarm und dem Bein. Das Visier ist ja davon unabhängig. Das wäre es dann soweit zu den Extra-Einheiten von der Konsole. Und damit verabschieden wir uns auch dann von dem
Unboxing der Xbox.